So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, auch wenn Samstag ist. Wir gehen auch diesmal direkt rein in den Shop. Erstmal Grüße an alle, die gestern dabei waren bei den Custom Games. Wenn auch du dabei sein willst, gerne einfach in den Livestreams vorbeischauen, einfach mitmachen und eventuell steht auch dein Name schnellstmöglich da oben. So, wir gehen schnell da rein. Was haben wir? Genau, Crew-Paket ist natürlich immer noch da. Dann gehen wir hier recht zügig durch. Das Midas-Paket ist auch noch da. Joker-Paket ebenfalls noch da. Dann haben wir Kratos-Paket, ist auch noch da. Dann jetzt kommen die ganzen Ikonengeschichten. Da ist Ninja auch noch da. Dann Laserbeam auch da. Dann, wie heißt der? The Groove. Ich kann diesen Namen nie aussprechen. Ebenfalls noch im Shop drin. Dann das Lachlan-Paket, auch noch dabei, mit passendem Rückenaccessoire, PGX, Emote. Dann das Loser Food-Paket ist auch da. Master Chief ist auch noch ebenfalls drin geblieben. Jetzt, ihr seht schon oben. Ja, was haben wir hier? Ja, das sind alle TikTok-Tänze. Natürlich alles wieder im Sonderangebot. Also die zwei Tänze gibt es diesmal mal für 800 V-Bucks. Heißt, einer kostet euch in Anführungszeichen nur 400 V-Bucks. Ihr wisst ja, abspielen ein bisschen schwierig wegen Copyright. Aber ich werde dazu extra nochmal ein Video hochladen, wo ihr natürlich die einzelnen Tänze finden könnt. So, des Weiteren haben wir Say So. Dann Don't Start Now. Dann Pull Up. Dann Savage. Dann der Jabba-Rhythmus. Los, Mufasa. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den TikTok-Tänzen. Wie gesagt, wenn ihr mich da unterstützen wollt, ich werde am Ende des Videos eine Playlist einblenden, wo halt immer Emotes vorkommen und natürlich auch die Tänze und Musik. Also ich habe mir da extra was überlegt. Ich werde von jedem Tanz so eine Minute laufen lassen, wenn ihr Bock habt, mal da reinzuschauen. Natürlich gerne gesehen. So, was haben wir noch drin? Der ist, glaube ich, lange nicht mehr im Shop gewesen. Also gefühlt, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich glaube, was habe ich eben gesehen? 607 Tage nicht im Shop. War auch, glaube ich, nur zweimal im Shop drin. Ja. Also ganz ehrlich, den Skin habe ich bei uns jedenfalls noch nie gesehen. Grüße gehen raus, der den hatte. Der wird sich nämlich jetzt aufregen. So nach dem Motto, ich hatte einen seltenen Skin. Aber den habe ich noch nirgends gesehen. Ich glaube, der wird doch diesmal nicht gekauft. So, des Weiteren haben wir die Einsatzleiterin drin mit passendem Rückenaccessoire, was natürlich auch reagiert, wenn wir Kills machen und Schaden. Ne, nur bei Schaden, oder? Rückenaccessoire. Genau. Ändert die Farbe abhängig vom Schaden, den du an Gegnern verursachst. Also jedes Mal, wenn ich mehr Schaden mache, wird diese Farbanzeige deutlich gesteigert. So an sich ist der Skin nice. Ist halt wie der Nvidia-Skin, nur in Anführungszeichen nur in Blau. Also eigentlich auch nichts Besonderes in meinen Augen. So, dann haben wir Kommando wieder drin. Da muss ich wieder sagen, Grüße gehen raus an den, der mir geschenkt hat. Dann Wappen des Champions. So, alle, die jetzt schon früh wach sind, ab in die Fitnessrunde. Macht einfach den Tanz nach. Dann haben wir davon Watscheln. Und natürlich die Raupe wieder. Des Weiteren haben wir drin, ja, ihr habt es schon gesehen am Thumbnail, Cypress Nell ist jetzt auch im Shop. Ganz ehrlich, GG, der den sicher spielen konnte, aber für 1200 V-Bucks den Stress sich anzutun. Naja, also ganz ehrlich, das Skin an sich sieht okay aus, aber mir ist das wieder zu roboterlastig und ich glaube, der ist mir auch ein bisschen zu breit von den Schultern und alles. Aber wir wissen ja, alles Geschmackssache, von daher gönnt euch. Und dann haben wir die Asteroidenfräse. Ah ja, damit ein Asteroid schneiden willst, Prost Mahlzeit. So, und denkt dran, wenn ihr euch irgendwas kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FemDieck. Dann haben wir den Meteoritenraser. Das ist mal gerade. Wie groß ist denn der Kneiter, wenn ihr hier noch nicht mal ins Bild reinpasst? Und ich bin schon komplett nach hinten gezoomt. Okay.
Dann haben wir Unendlichkeit. Der Skin gefällt mir immer noch richtig gut. Also der Lob, also für 1500 V-Bucks sage ich immer noch, der lohnt sich auf jeden Fall. Lässt sich geil spielen, ist halt mal was anderes. Gönnt euch. Dann Sternschlag. Alles okay. Dann ewiger Nullpunkt. Musste ich mir natürlich auch holen. Oder er wurde mir geschenkt. Ja, das ist so eine Zeit. Da habe ich, glaube ich, gerade, ja, Season 10, habe ich gerade angefangen mit Fortnite abnehmen und so. Und dann haben wir den Spinnenritter dabei. Auch noch ein schöner Skin. Natürlich auch noch mit dem passenden Rückenaccessoire. Also das Skin gefällt mir auch recht gut. Und dann haben wir die weibliche Variante, die Arne. Mit dem schönen Spinnenrückenaccessoire. Das gefällt mir aber besser als bei den männlichen. Und wir haben den Netzfetzer. Da gehen auch Grüße raus, wurde mir auch geschenkt, weil die habe ich mir definitiv nicht selber gekauft. Und der Flugweber, auch für 1200 V-Bucks. Ja, bei den Kleidern sage ich ganz ehrlich, die Kleider sind zu teuer in meinen Augen. Wie lange siehst du ein Kleider? Denk mal drüber nach. So, das war's mit dem Paket. Wir gehen ganz schnell rüber in Rette die Welt. Bim, 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 bim. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Bin ich eigentlich heute V-Bucks? Ich weiß gar nicht genau. Könnte möglich sein. Oder morgen was. Oh, ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt heute 75 V-Bucks zu holen. Ah, ne, morgen kriege ich erst 150. Zack. Wo müssen wir hin? 46. 46 ist aber trotzdem noch hier. Was ist das? Eine Busaufgabe. Dann haben wir hier die ersten V-Bucks. Dann müssen wir aber schon wieder hier raus und rüber nach Twin Peaks. Und müssen wieder eine 88 und Datenbeschaffung. 88, Datenbeschaffung ist hier außen. Also, hier gibt es die 40 V-Bucks-Aufgabe. Eben haben wir die 35 V-Bucks-Aufgabe gesehen. Dann kurze Info. Ich muss natürlich noch 3 Tagesaufgaben machen. Bedeutet nochmal 150 V-Bucks. Werden heute drin 225 V-Bucks. Also, euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Schlaft euch schön aus. Macht nicht zu lange. Wenn ihr immer noch wach seid, ihr seht es hier oben. 10 Leute sind online. Grüße gehen raus an Toxic. Leise Kirchhoff. Den werde ich bestimmt nicht sehen. Franzose. Und dann Fire SMG, KRD und Cheleno. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.